Es sind kühle 6 Grad über Null in der holländischen Kleinstadt Ruhr, als im April 2018 zwei Männer Richtung Deutschland aufbrechen. Die beiden Kriminellen wollen in dieser Nacht fette Beute machen. Bis zu 300.000 Euro sind für die Geldautomatensprenger Murat O. und Zakaria M. drin. Beide sind bei der Justiz bestens bekannt. Autodiebstähle, Einbrüche, Waffen, das volle Programm. Was die Täter nicht wissen, an dem Audi klebt ein Peilsender. Ein Team aus deutschen und niederländischen Ermittlern überwacht die Kriminellen. Sie sollen bereits mehrere Automaten in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gesprengt haben. Für das Landeskriminalamt sind die Sprengungen ein rasant wachsendes Problem. Während in den Niederlanden viel mehr mit Karte bezahlt wird, lieben wir Bargeld. Und solange es solche Geldautomaten gibt und solange diese Automaten nicht den Sicherungsstandard haben, der solche Taten verhindert, haben die Täter natürlich hier eine Vielzahl von Möglichkeiten, Automaten anzugreifen. Bei der guten Infrastruktur, den gut ausgebauten Straßen, ist es möglich, mit schnellen PKWs sehr schnell Deutschland wieder zu verlassen. Und das macht es natürlich reizvoll für die Täter, hier zu agieren. Von der Kleinstadt Ruhr steuern die Täter den Audi über Landstraßen zur Grenze. Bereits 9 Minuten nach Abfahrt meldet die niederländische Polizei dem Landeskriminalamt in Düsseldorf, dass sich die Täter auf Deutschland zu bewegen. Für Murat O. und Zakaria M. geht's über mehrere Autobahnen nach Dortmund. Unter einer Brücke an der A45 treffen sie sich mit 2 weiteren Mitgliedern des kriminellen Quartetts. In dem unauffälligen Mietwagen sitzen, wie die Polizei ermitteln wird, Samir E. und Anwar A. Sie wurden geblitzt. Das Foto ist später ein wichtiger Beweis. Auch Samir und Anwar sind schon seit einem Jahrzehnt Großkunden bei der Justiz. Auch sie können die Finger nicht von Drogen und fremdem Eigentum lassen. Unter der Brücke tanken die Täter noch einmal den PS-starken Audi RS. Das Benzin haben sie mitgebracht. Es reicht für mehrere Tankfüllungen. Vorbereitungen für die Flucht. Wir haben festgestellt, dass einige der Fahrzeuge Benzinkanister dabei haben, Reservekanister. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, hohe Geschwindigkeit, viel Spritverbrauch. Tanken kann man sich nicht erlauben an der Tankstelle, dauert zu lange. Deshalb tankt man einfach auf der Fahrt nach, beziehungsweise hält kurz an, tankt nach und verschwindet weiter. Deutschland ist für Geldautomatensprenger kriminelles Schlaraffenland. Allein in NRW gibt es mehr Automaten als in ganz Holland. Vor allem sind die deutschen Geräte viel einfacher zu knacken. Die meisten Attacken passieren nachts zwischen 1 und 5 Uhr. So wie im April in Hagen. Was aussieht wie ein Feuer, ist die Vorbereitung einer Sprengung. 3 Holländer flexen zunächst eine Öffnung in den Geldautomaten. Ein Zeuge filmt zufällig das Geschehen. Guck mal, die rauben wirklich die. Alter, mit Kopflampe. Boah, oh mein Gott, wirklich Überfall. Oh, die Polizei an. Obwohl die halbe Nachbarschaft aufwacht, machen die Täter weiter. In der Regel dauert ein Coup nur 3 bis 5 Minuten. Der Zeuge hat mittlerweile die Polizei in der Leitung. Jetzt kommt der zweite raus. Eine Explosion. Zu dem Auto kann ich leider zurzeit gar nichts sagen, weil alles ist dunkel. Das Auto ist noch da, alle 3 Personen sind noch anwesend. In der Regel agieren die Täter zu schnell für die Polizei. So, die rennen gerade in die Filiale rein und raus zum Auto. Die Fluchtwagen sind hochmotorisiert. In Hagen allerdings greift gleich ein Zeitungsausträger mit seinem Privatauto ein. Jetzt kommt ein zweites Auto. Oh jo, was geht da denn? Alter Schwede! Okay, beide Autos sind abgehauen. Die 2 Leute sind auf der Flucht. Also der 62-Jährige, der war ja zufällig vor Ort mit seinem privaten PKW. Er hat sich dann ganz kurzfristig dazu entschlossen, diesen mit seinem Auto in das Täterfahrzeug zu fahren. Vermutlich, weil er diesen Bankraub erkannt hat. Wir als Polizei raten natürlich dringend davon ab, das nachzumachen. In dem Fall hat es vermutlich dazu geführt, dass das Fahrzeug irgendwann nicht mehr weiterfahren konnte auf der Autobahn.
Allerdings weiß man nie, was für ein Gewaltpotenzial dahinter steckt. Wer sitzt in so einem Fahrzeug? Haben die vielleicht sogar Schusswaffen dabei? Wie gewaltbereit sind die? Deswegen sollte man, wenn man selber mal in die Situation kommt, immer die 110 rufen. Die Bundesanstalt für Materialforschung beschäftigt sich schon seit über 10 Jahren mit der Sicherheit von Geldautomaten. Auf dem Testgelände werden die Geräte fachgerecht in die Luft gejagt. Um den Tresor eines Automaten zu knacken, müssen enorme Kräfte freigesetzt werden. Die Wertschutzbehälter wurden bisher für Angriffe von außen gesichert. Wogegen die gar nicht ausgelegt waren, ist gegen eine Krafteinwirkung von innen heraus, eben eine Explosion, die genügend Energie entwickelt, dass die Tür herausgetrennt wird und hier von den Scharnieren abgetrennt wird und wegfliegt. Die Schäden nach einer solchen Explosion sind doch so massiv, dass Häuser einsturzgefährdet sind. Die Bundesanstalt will vor allem herausfinden, wie sich die Geräte sicherer machen lassen. Nur so könnten die Täter die Lust am Sprengen verlieren. In den Niederlanden hat das bereits sehr erfolgreich funktioniert. Ohne zu sehr wirklich jetzt Details zu nennen, man hat eine relativ einfache Art und Weise, wie man solche Geldautomaten insgesamt sicher machen kann, egal ob ich Sprengstoff oder Gase einsetze. Das ist einfach den Widerstandsgrad eines Geldautomaten zu erhöhen. Das geht konstruktiv relativ einfach. Da gibt es auch schon viele Anbieter, die solche zertifizierten Produkte haben. Die müssten nur flächendeckend in Deutschland auf den Markt gebracht werden und eingesetzt werden. Dann hat man schon ein hohes Maß an Sicherheit erreicht. Bessere Automaten kosten viel Geld, was die meisten Banken nicht bereit sind zu investieren. Zumal ja Versicherungen den Schaden ersetzen. Zurück zur Tatnacht im April 2018. Die holländische Gang mit dem Peilsender am Audi fährt um 3:15 durch Castrop-Rauxel. Den Ort haben sie vorher akribisch ausgekundschaftet. In der Bank wäre die beste Gelegenheit für die Polizei zuzuschlagen. Doch trotz des Peilsenders ist das mobile Einsatzkommando nicht vor Ort. Offenbar klappt die Kommunikation mit den holländischen Kollegen nicht. So kann Zakaria M. ungestört den Geldautomaten aufhebeln, damit Murat O. und Anwar A. das Gas ins Innere des Automaten leiten können. Die Sprenger benutzen ganz normales Schweißgas, Acetylen und Sauerstoff. Das explosive Gemisch wird mit einem präparierten Elektroschocker gezündet. Meistens lassen die Täter ihre Utensilien zurück, weil das Einpacken nur wertvolle Zeit kostet. In Castrop-Rauxel misslingt der Coup. Die Holländer brechen die Aktion ab, weil plötzlich ein Auto an der Sparkasse auftaucht. Es ist aber nicht die Polizei, sondern mal wieder ein Zeitungsausträger auf seiner morgendlichen Tour. Während die Kriminellen mit dem Audi flüchten, observiert das MEK das zweite Auto der Täter, welches über eine verbaute SIM-Karte geortet wird. Gegen 3.30 Uhr tauchen die Täter am Mietwagen auf. Doch die Polizei greift wieder nicht zu. Es sind zu wenig Beamte vor Ort. Offenbar spüren die Geldautomatenknacker die Gefahr und verschwinden. Wir gehen davon aus, dass sie sehr genau gucken, was Polizei macht, dass sie versucht, polizeiliche Maßnahmen zu antizipieren, sich darauf einzustellen, dass sie sehr gezielt darauf achtet, keine Spuren zu hinterlassen, die es uns ermöglichen, Tatserien zusammenzustellen, dass sie sehr konspirativ agieren, dass es extrem schwierig ist, überhaupt die richtigen Personen zu identifizieren, um ihnen dann in einem nächsten Schritt die Taten nachweisen zu können. Zwei Täter verstecken sich in einem Dortmunder Gewerbepark. Morgens lassen sie sich von einer Freundin abholen. Allerdings hat die Polizei die Handys überwacht. Um 8:30 schlägt das MEK dann doch noch in einer Sackgasse zu und verhaftet zwei Täter und ihre Fahrerin. Die Polizei zertrümmert beim Zugriff die Scheiben des holländischen Ford Fiesta. In den Niederlanden werden noch am gleichen Tag die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht. Die Ermittler finden eine scharfe Pistole mit Schalldämpfer. Außerdem stoßen die Fahnder auf Dutzende Schlüssel und professionelles Zubehör zum Knacken von Fahrzeugen. Mit diesem Gerät lassen sich die Funkfrequenzen der Autoschlüssel auslesen. Im Utrechter Stadtteil Overwecht stürmt die Polizei in einem Hochhaus den Unterschlupf von Zakaria M. Sie finden unter anderem Elektrokabel und Sturmmasken, wie sie von den Tätern bei ihren nächtlichen Raubzügen benutzt werden. Außerdem tauchen Scheine auf, die mit blauer Farbe kontaminiert sind.
Das Geld stammt aus einer Tat in Ratingen bei Düsseldorf. Zacharia M. lebt offiziell noch bei seinen Eltern. Versuch einer Nachfrage beim Vater des mittlerweile verurteilten Geldautomatensprengers. Wir sind vom deutschen Fernsehen, vom Spiegel. Wir machen eine Dokumentation über Geldautomatensprenger. Ist es möglich, über Ihren Sohn zu sprechen? Er sitzt in Deutschland im Gefängnis, oder? Ja, er ist in Deutschland. Ja, man kann mir nicht ein Foto machen. Ich will nicht. Klar. Hey, ich will nicht. Ist Ihr Sohn denn schuldig? Ihr müsst mit ihm in Deutschland sprechen. Er hat einen Anwalt. Warum kommt ihr hierher? Hey, ich kann kaputt machen. Ja. Haut endlich ab. Er hat gesagt, dass Zacharia ist ein Lawyer. Sein Sohn hat übrigens 6 Jahre und 10 Monate Haft kassiert. Die Polizei schätzt, dass es mindestens 300 Geldautomatensprenger in den Niederlanden gibt. Fast alle haben marokkanische Wurzeln. Der Utrechter Stadtteil Overvecht ist ein Hotspot der Kriminellen. Hier haben 60% der Menschen einen Migrationshintergrund, die meisten einen marokkanischen. Auch der Rapper Chiza kommt aus dem Utrechter Norden. Er hat ein Lied über das Sprengen von Geldautomaten geschrieben. Deutsche Bundesbank, Deutsche Postbank, der DZ Bank, klallen door heel het land. Gaan over de grens, gas open en bang. Open de bank, cassettes gaan mee. Gaan over de grens, gas open en bang. Open de bank, open de bank. Im September 2019 steht der letzte Täter der Viererbande vor Gericht in Düsseldorf. Die dritte große Strafkammer verurteilt Anwar A. zu 5 Jahren Haft. Ihm wurde eine Chipstüte im Fluchtwagen zum Verhängnis, auf der die Polizei seine DNA fand. Insgesamt erbeuteten die Utrechter über 1,1 Millionen Euro bei 9 Taten. Für seinen Anwalt tragen auch die deutschen Geldinstitute eine Mitverantwortung. Die Banken in den Niederlanden haben Gegenmaßnahmen getroffen, mittels Gas beispielsweise, was verhindern soll, dass die Geldautomaten mittels Beibringung eines Gasgemischs gezündet werden oder einfacher gezündet werden können. Hier in Deutschland sind diese Gegenmaßnahmen bislang noch nicht eindrucksvoll getroffen worden, obwohl nach Auskunft der Banken das eigentlich möglich wäre. Die Banken scheuen aber wohl den finanziellen Aufwand. Letzte Meldung. In Peine bei Hannover haben Sonntagnacht Unbekannte einen Automaten gesprengt und auf ihrer Flucht einen Streifenwagen gerammt. Die Täter entkamen.